Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Channel News für November 2014. Wie gesagt, zweite Ausgabe davon. Ich möchte es ja noch mal gucken, wie es bei euch ankommt, und würde mich halt auch über Feedback weiterhin freuen. Bevor ich loslege mit dem eigentlichen Thema, kurz noch in eigener Sache. Am Samstag, habe ich vor, eine pseudo-interaktive Twitter-Folge zu machen. Sprich, ich lasse TweetDeck nebenbei laufen. Ich schreibe dann, wann ich anfange aufzunehmen, auch wann ich beende. Und während dieser Zeit, die ich da aufnehme, könnt ihr Fragen stellen, könnt kommen, Themenvorschläge machen per Twitter etc. pp. Von mir ist auch, ob ich jemanden grüßen soll oder so. Und ich werde da versuchen, möglichst darauf einzugehen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn da ein oder andere vielleicht dran teilnimmt. So, jetzt zum eigentlichen Thema. Erstmal der erste Let's Play-Kanal, Herr Okami. Zuschauerwachstum beziehungsweise im vergangenen Monat 19. 19 neue Zuschauer sind dazugekommen. Einen schönen Gruß an dieser Stelle an die neuen Mitglieder des Rudels. Ihr habt die Videos 4864 Mal aufgerufen. Das sind 162,2 im Schnitt pro Tag. Finde ich auch schön. Ein bisschen weniger als im Vormonat. Das ist, glaube ich, im Moment so ein kleines bisschen Flaute. Das habe ich auch gemerkt. Das beste Video war wieder mal Tinkers Construct, die Schmelze. Besonderes waren, im letzten Monat haben wir 750 Abonnenten erreicht und die 100.000 Views-Marke überschritten, was für mich so kleine Jubiläen sind, die mich auch freuen. Und ja, was gibt's Neues? Pausiert, beendet ist im Moment auf dem Kanal nichts, aber es wird ein neues Projekt starten. Wird wahrscheinlich dann schon jetzt die erste Folge draußen sein, wenn ihr dieses Video seht. Und zwar We Evil Within. Steam Sale sei Dank. Und ja, weiter zum nächsten Kanal, Herr Okami LP, der zweite Let's Play-Kanal. Zuschauerwachstum 5, auch einen schönen Gruß an diese 5 neuen. Willkommen im Rudel. Kann natürlich auch sein, dass sie sich überschnitten haben. Das wäre natürlich das Schönste. Views von 534, sprich 17,8 pro Tag, auch ein bisschen weniger als im Vormonat zu erwarten. Pausiert, wisst ihr ja, Space Engineers sind jetzt die letzten Folgen rausgekommen. Beendet, 7 Days to Die Season 3. Ich muss gerade darauf warten, dass ich mich beeile, weil meine Kamera blinkt, der Akku ist leer. bestes Video dieses Mal, Captive Minecraft 2 Folge 11, nicht Notch sein Apfel. Und ja, mal was anderes. Neue Projekte, wie ihr vielleicht mitgekriegt, Terraria ist neu angelaufen, im Wechsel mit Diablo 2 so ein bisschen. Das haben wir angefangen mit der verrückten Runde, das wird auch auf den Kanal weiterlaufen. Und es wird wohl Game Mix kommen, sprich, wenn ich mal Sachen mache, wo ich mal so ein oder zwei Folgen von aufnehme und dann vielleicht nicht weiterverfolge oder so, da werde ich jetzt nicht extra neue Projekte für anlegen, sondern das werden dann einfach über Game Mix laufen. Die werden auch auf diesem Kanal laufen. Denn ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, auch zu der Aufteilung. Singleplayer-Projekte, Multiplayer-Projekte sollen auf dem alten, also den größeren Kanal dann auf Dauer laufen, aber Sonderformate sollen dann alle auf dem zweiten irgendwann landen, also zum Beispiel auch Geisterstunde, wie gesagt, GameX dann neu, Tutorials natürlich kommen dann dort drauf und halt zum Beispiel auch letztendlich sowas, das wird dann erst darauf kommen, es wird dann halt dementsprechend weniger sein, was dort kommt, weil das sind ja, wie gesagt, Sonderformate, aber es kommt trotzdem weiterhin was und der Hauptwachstum und Hauptaugenmerk wird natürlich auf den größeren Kanal gelegt werden. Ja, das wär's dann soweit auch. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr so Samstag am Twitter-Feed teilnehmt, vielleicht euch mit beteiligt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich hoffe, die News haben euch auch wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und auch nochmal der Hinweis, es gibt ein kleines Giveaway zu Insurgency. Da habe ich zwei Keys noch rüber vom Hummel-Bundle, den letzten. Gibt's ein extra Video, reinschauen, Frage, die ich da gestellt habe, beantworten und dann sehen wir weiter, wer die kriegt demnächst. In dem Sinne wünsche ich euch schon mal schöne Dezember. Bald kommt den zweiten Advent. Nikolaus wird dann ja auch sein. Und in dem Sinne, Wiedersehen.